Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich heraus, wozu Gott mich gebrauchen will? Ich denke, das sind zwei Fragen, die wir sehr oft hören unter Christen, auch in Gemeinde. Das ist eine Suche nach Berufung. Und in diesem Kurzimpuls möchte ich dir helfen, diesen Weg in deine Berufung zu finden. Und ich denke, wir können, wenn wir über Berufung reden, zwischen zwei Kategorien von Berufung unterscheiden. Und zwar einmal zwischen der allgemeinen Berufung, die jeder wiedergeborene Christ hat, und zwischen der spezifischen Berufung, die Gott ganz individuell für das Leben seiner Kinder vorbereitet hat. Und es ist so, dass meistens der Weg in die spezifische Berufung, wonach wir suchen, wenn wir sagen, ja Gott, wozu willst du mich gebrauchen, dass der Weg meistens ist, dass wir beginnen in der allgemeinen Berufung und die allgemeine Berufung mit Gott uns hineinführt in die spezifische Berufung. So, was ist diese allgemeine Berufung? Es ist etwas, wozu jeder Christ berufen ist, und es sind zwei Dinge. Zum Ersten haben wir alle, die wir Jesus nachfolgen, den Dienst der Versöhnung empfangen. Dieser Auftrag, von dem Jesus gesagt hat, hey, geht in die ganze Welt und erzählt die frohe Botschaft. Macht den Menschen die Hoffnung bekannt, die wir in Jesus als Erretter und Erlöser finden können. Und die zweite Berufung ist der Dienst oder die Berufung zur Fürbitte, die wir auch alle bekommen haben. Und wir lesen in mehreren Bibelstellen, zu beten oder alle Zeit zu beten. Und ihr Lieben, es ist wirklich so, wenn wir anfangen mit der allgemeinen Berufung, das, was für jeden von uns als wunderbare Aufgabe von Gott gegeben ist, führt diese allgemeine Berufung uns in die spezifische Berufung hinein. Wenn man aber nur danach sucht, wozu speziell möchte mich Gott gebrauchen, und überspringt diesen Schritt, überhaupt auch einfach mal in der allgemeinen Berufung zu wandeln, einfach ein Licht zu sein dort, wo ich bin, einfach für Menschen zu beten, dann ist es meistens schwer, diesen zweiten Schritt zu finden, weil das eine oft in das andere hineinführt. Und ich möchte dir einfach darin auch praktische Schritte heute geben. Wie beginne ich dann in meinem Berufungsleben? Und zwar als Erstes ist es wichtig, einfach sich umzuschauen und einfach offene Augen zu haben für andere Menschen, für Personengruppen, mit geöffneten Augen durch das Leben zu laufen, mit der Frage im Herzen, hey Gott, in welchen Menschen kann ich dienen, in meinem Umfeld, dort, wo du mich hingestellt hast, in dem Dienst der Versöhnung. Und hier drin geht es nicht immer darum, dass du das Evangelium von A bis Z predigen musst, sondern es geht einfach darum, erstmal Zeugnis zu sein. Überhaupt damit zu beginnen, das Licht von Jesus scheinen zu lassen in deiner Umgebung. Die Liebe von Jesus weiterzugeben in deiner Umgebung. Und dann kann das dahin führen, dass Menschen Fragen stellen oder offen sind, auch das Evangelium zu hören. Und dann sollen wir bereit sein, auch einfach, ja, davon zu erzählen, was Jesus für uns getan hat, okay? So, das ist, womit wir beginnen in dieser allgemeinen Berufung, mit geöffneten Augen durchs Leben zu gehen für die Not der anderen. Der zweite Schritt ist, wenn wir so durchs Leben gehen mit Gott und uns so umschauen, wo kann Gott uns zum Segen gebrauchen, entweder über längere Zeit oder auch punktuell, dann ist der nächste Schritt in diesen Dienst auch des Gebets hineinzugehen. Und ich meine damit nicht, dass du ein Fürbitter sein musst, der jeden Tag Stunden im Gebet verbringt, aber wenn wir die Not sehen, dann sollten wir anfangen, auch für die Not zu beten. Und das kann in deiner eigenen Familie sein. Es kann auch eine bestimmte Personengruppe sein. Vielleicht spürst du auf einmal eine starke Not einfach für die Jugendlichen in dieser Zeit. Vielleicht spürst du eine auf einmal ein Herz und eine Liebe für eine Person oder Volksgruppe in einem anderen Land. Oder für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde. Und dann, wenn wir beginnen, dafür zu beten, fängt Gott an zu wirken. Im Leben von diesen Menschen, aber besonders auch in uns. Und dann fängt Gott an, auch in uns Dinge hervorzubringen, die wir dann ganz praktisch tun können. Und ihr Lieben, wenn wir so anfangen, unsere erste allgemeine Berufung auszuleben, dann entwickelt sich aus diesem Gehen mit Gott, aus dieser Art von Berufung, aus dieser Art von Dienst, entwickelt sich dann die spezifische Berufung. Weil wir fangen an zu dienen, wir fangen an zu lieben, wir fangen an weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat.
Und dann fängt Gott an, diesen Herzschlag immer konkreter zu machen, weil wir ja dafür beten, weil wir dranbleiben, weil wir Menschen begegnen, weil wir Nöten begegnen. Und jetzt fängt in uns an, dieses Bild zu entstehen, wo wir merken, okay, das ist, was ich gerne tun würde. Das ist, wo ich mir vorstellen könnte, mein Leben da hinein zu investieren. Ja? Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nicht jeder muss Missionar oder Evangelist werden. Vielleicht siehst du eine Not und der Gedanke, der Gott in dir hervorbringt, ist es vielleicht, ein Business aufzumachen und Geld zu verdienen, um dieser Not in diesem Land oder dieser Personengruppe, um dieser Not zu begegnen. Also Gott ist kreativ darin, wie das aussehen kann. Aber wenn wir das Erste tun, dann kommen wir von automatisch durch den Heiligen Geist geleitet zu dem Zweiten. Und was natürlich darin wichtig ist auch, dass wir damit beginnen können, ist es, wir müssen aufhören, auf uns selber zu schauen. Eine Sache, die uns abhalten kann, in die spezifische Berufung hineinzukommen und auch diese allgemeine Berufung zu erfüllen, ist, weil wir zu viel beschäftigt sind mit uns selber. Wir sehen zu viel unsere eigenen Nöte, wir stellen uns zu viel die eigenen Fragen, wie geht's für mich weiter? Aber wenn wir unseren Blick von uns wegrichten, und ich sage nicht, dass wir uns nicht auch um uns selber kümmern müssten, aber wenn wir anfangen, unseren Blick von uns selbst wegzurichten, wenn wir anfangen, uns nicht mehr um uns selbst zu drehen, sondern die Not des Nächsten zu sehen, in dem Moment fängt der Dienst an, in dem Gott uns gebraucht. In dem Moment fängt unser Berufungsleben an. Und wenn wir darin weitergehen, dann wird Gott uns in die ganz spezifische Berufung hineinführen, zu der er gesagt hat, genau dafür habe ich dich auf diese Erde gebracht in dieser Zeit. Genau für eine Zeit wie diese, genau für diesen Bereich. Und für jeden Einzelnen von uns hat Gott so eine wunderbare Berufung. In dem Sinne, Gott segne dich.